So. So, mit dem Kuhstall habe ich jetzt wahrscheinlich gleich dasselbe Problem. Schafstall. Aber was soll der Scheiß? Wieso kann man das hier nicht irgendwo vernünftig hinbauen? Das ist doch Kacke. Ohne Witz. Das ist immer mega nervig. Der Kuhstall ist doch was Uraltes, den gab's doch schon. Den Kuhstall gab's, den gibt's schon länger, ja. Okay, das sieht jetzt zumindest einigermaßen, wenn man nicht zu genau guckt. Okay, die Kühe kann man jetzt auf jeden Fall auch melken, sowieso. Sofern man die Hände frei hat. Wahrscheinlich braucht man dann nur einen Eimer oder sowas. Schauen wir mal. Gebe ich voll? Ja, war klar. Ich hab's so gewusst. Dann brauche ich wohl noch einen leeren Eimer. Hab ich den hier Bären hingebaut statt Hanf? Und auch noch die, die ewig halten. Scheiße. Das wollte ich so nicht. Bewässern. Frage ich mich natürlich auch, kriegt man auch irgendwie eine Wasserversorgung für die Beete hin? Meinst du automatisiert? Das wäre mal besser, ja, weil wenn das Wasser weg ist, dann gehen die Pflanzen kaputt. Ich bin ja nicht 24 Stunden am Tag am Server. Nicht? Das heißt ja, die würden automatisch nach einer Stunde, wenn du offline bist, kaputt gehen. Warte mal. Ich bin hier eh gerade an der Werkbank. Ich mache mir mal die Pipe Wrench, dann sage ich dir, ob mal irgendwas vernünftiges. Bin gerade dabei. Ich baue sie auch gerade. Ja, das muss ja jetzt irgendwie funktionieren, sonst bringt das ja nichts, ja? Naja, ist ein Argument.
Wäre ja jetzt dulle, wenn man da jetzt nicht irgendwie was bauen könnte. Dann gehe ich halt jetzt erstmal meine Kuh melken. Weiß ich nicht, vielleicht wenn man da so einen Wassertower oder sowas baut daneben, dass der dann irgendwie... Ich weiß es nicht. Oh, man kann es aber schon auch übertreiben jetzt hier, ne? Erst musst du eine Hand frei haben, dann musst du ein Dings haben. Da ist sonst noch irgendwas neu hier in den Werkbänken? Ne? Nicht? Okay, mit der Milch kann man Butter machen, sofern irgendeiner verrät. Das Butterfass, glaube ich, gibt es beim Carpentry-Dingsbums, ne? Eine Pumpe. Ein Water Tower. Einen großen Water Tower. Wahrscheinlich wäre eine Pumpe sinnvoll, oder? Ich habe keine Ahnung. 30 Planks, 60 Eisenohren in einem. Okay, das können wir mal eben versuchen. So, war wieder klar falsch. Ja, probier mal du das mit der Bewässerung. Ich schau mal gerade, ob es hier irgendwo ein Butterfass gibt. Ich würde nämlich die Milch gerne irgendwie weiterverarbeiten. Ah, Tatsache. Aber da braucht man auch Planks, war ja klar. Ich glaube, hier muss man noch so ein paar Baumstämme klauen. Erzählt mir was von der Hanfplantage und hat hier, ich will sie gar nicht sehen. Was? Was genau was du meinst? Keine Ahnung. Ich habe nichts gesehen. Auf jeden Fall müssen wir jetzt dann bald Holz farmen gehen. Das wird hier dünne. So, dann schauen wir mal, ob wir jetzt hier das Fässchen irgendwie einstellen können. Irgendwie habe ich das Gefühl, seit ich den Komposthaufen habe, geben mir nichts mehr von meinen Fressalien kaputt. Das ist auch blöd. Das Butterfässchen bauen wir aber nach drinnen. Noch drinnen rein. Vielleicht auch nicht. Das ist nämlich scheiße großes Butterfässchen. Bisschen übertrieben. Da kannst du ja eine ganze Kuh reinstecken. Jo Junge, komm mal hin bei die Mutti. Ich kann dir Butterbrot schmieren. Das war doch gleich Kuh belangen. Irgendwelche Erkenntnisse von der Wasserversorgung? Ich habe jetzt hier mal so einen Wasserturm hingestellt. Und so ein diese Wasserpumpe.
Aber passieren tut da jetzt ehrlich gesagt nichts. Und ich habe der Kuh jetzt mal 5 Stücke Butter abgezapft, aber ich weiß auch noch nicht so recht, was ich da darstellen kann. Aber das ist doch dann jetzt Panne. Dann gehen wir doch jedes Mal, wenn ich jetzt offline gehe, nach gefühlt einer halben Stunde ist eine Pflanze kaputt. Ja. So, Tinnef, dann brauche ich auch nicht anbauen. Ja gut, es sei denn, das hält halt einfach, solange du nicht da bist, die... Wie die Pferde ja mittlerweile angeblich auch. Ja, aber das wäre doch dann sinnlos, den gegenüber, wenn du in der Gilde bist oder so und einer von uns geht jetzt offline und der andere bleibt da. Ist doch dann auch sinnfrei. So meinst du, weil man dann quasi deine nicht mehr weiterverarbeiten kann? Weil die entweder eingehen oder nicht weiter wachsen. Das ist es ja. Ja, und die Sache ist natürlich auch, was hast du davon, wenn du die jetzt hier gerade eben halt gepflanzt hast und bist jetzt auf der Karte irgendwo unterwegs? Dann gehen sie auch kaputt. Richtig, ja. Ist doch gerade, da muss es irgend, da kannst du mir jetzt nichts erzählen, da muss irgendeine Möglichkeit geben, dass man das bewässert. Ja, auch auf die Gefahr hin, bis das Video bei mir kommt, dass wir es dann schon rausgefunden haben. Fall für die Kommentare, ne? Jeder, der es weiß, reinschreiben. Ja, das wäre auf jeden Fall echt gut, ja. So. Es sieht hier schon wieder alles ganz schrecklich aus, aber ich bin schon wieder mitten in diesem Experimentierwahn. Ganz schlimm. Kennt das irgendwoher? Und dann am Ende wieder ärgern, weil alles so unsortiert ist. Gibt es eigentlich noch irgendwelche neuen Gebäude, die wir ausprobieren wollten, nur so für die To-Do-Liste? Müsste ich mal eben kurz gucken. Aber wir haben wahrscheinlich eh nicht genug Geld. Ne, das neueste Gebäude wäre jetzt das, das mit den Fällen gewesen, das haben wir ja. Der komische Jäger-Typ da, oder? Ja, genau. Und ja. Davor war der General Store. Okay. Soweit haben wir eigentlich alles. Außer ja, der Barbershop ist jetzt noch nicht hier und dieses andere Hotel, dieses hellere, dieses kleinere. Ne. Aber sonst haben wir eigentlich alles hier. Ja gut, dann kann ich ja meine Farm-Experimente weitermachen. Gucken, was die Säge sägt. Okay. Erstmal hier einen Abstecher machen, das schaut schon wieder zu fertig aus. Fasziniert mich. Ich glaube, die geht gar nicht kaputt. Ja, kann auch sein. Da musst du umstellen. Von Hanf auf Baumwolle. Da kannst du offline gehen, wie du willst.
Was denn ist wieder? Mach die ne. Also diese Blackberries sind wirklich nicht besonders ergiebig. Boah, habe ich mir jetzt erschrocken. Ich bin gerade ein Level aufgestiegen. Völlig unerwartet. Ich krieg da auch immer voll einen Schock. Mann. Dann verteilen wir die Pünktchen noch gleich, wenn man schon hier ist. Gibt's doch gar nicht, ey. Ja, das Außenrum hier gefällt mir alles noch gar nicht, aber wie gesagt, das ist jetzt schon wieder diese Probierphase, ganz schlimm. Ärgere ich mich mal mit dem nächsten Stall. Der sich dann wieder nicht dahin stellen lässt, wie ich ihn gerne hätte.